Herzlich willkommen bei diesem neuen Vlog. Am Wochenende, also direkt heute nach der Schule, dort fahren wir nämlich irgendwo hin und das hat was mit diesem Hut zu tun. Und dann gehe ich jetzt zur Schule. Wir haben John eben von der Schule abgeholt und damit wir früh loskommen, denn wir wissen natürlich, dass heute auf einem Freitag viel Verkehr herrscht auf den Autobahnen und wir fahren jetzt gerade auf der A1, haben auch schon einige Staus auf der Gegenfahrbahn zum Glück nur gesehen, sind aber leider jetzt selber in einen Stau hineingeraten, der sich jetzt hier gerade aufbaut. Wir sind auf dem Weg in die Ortschaft Blunk. Diesen Namen hat bestimmt noch niemand vorher gehört, geschweige denn, dass schon mal jemand dort gewesen ist. Falls doch jemand mal da war, könnte der das mal in die Kommentare schreiben. Also ich bin mir fast sicher, das kennt sogar noch nicht mal niemand, jemand. Und wir melden uns dann wieder, wenn wir diesen Stau hier verlassen haben. Oh, auch schon wieder wach? Ja. Jetzt stehen wir im Stau und John, der könnte mal erzählen, was wir denn eigentlich vorhaben, warum wir eigentlich nach Blunk fahren. Wir wollen eigentlich nach Bad Segeberg, dort, also da fahren wir jetzt immer jedes Jahr hin. Zum vierten Mal sind wir jetzt da insgesamt. Ja, aber noch zum fünften. Nein, zum, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube zum vierten Mal. Ich habe gedacht fünftes Mal, aber es ist auch egal. Wir wollen nämlich nach Kamai. Zu den Kamai-Festspielen in Bad Segeberg. Und dort wollen wir uns dann Winnetou angucken. Genau, und das Stück heißt Old Sure Hand. Wir haben uns gestern extra nochmal, weil das ja eher eine unbekannte Geschichte aus der Winnetou-Reihe ist, haben wir uns nochmal extra den Film angeguckt aus dem Jahr 1965. Und Blunk ist der Ort, wo wir übernachten werden und das ist erst morgen die Aufführung, sodass wir zwei Hotelübernachtungen gebucht haben, damit wir dieses Verkehrschaos nicht am Tag der Veranstaltung haben. Aber laut unserem Navi muss dieser Stau jetzt aber auch gleich hier schon wieder vorbei sein. Hoffen wir mal, dass es auch stimmt. Das Navi hat uns gerade einen anderen Weg gezeigt, der schneller sein soll. Und es ist hier schon wieder ein neuer Stau. Und wir waren eigentlich schon lange da, aber es ist hier eben so viel Stau, dass man gar nicht ankommen kann. Aber wir hoffen mal, dass der Stau auch gleich vorbei ist. Und ja. Nach sage und schreibe 3 Stunden Autofahrt haben wir es geschafft und sind endlich angekommen. Normalerweise war berechnet worden 1 Stunde 53 Minuten. So, erstmal aussteigen. Eine kleine Roomtour hier. Ich glaube, ich fange mal mit dem Badezimmer an. Ziemlich groß ist das hier, finde ich. Also hier ist das Waschbecken, Badewanne,
Toilette und gehe ich mal raus. Dann ist hier mein Bett und hier ist das Bett von meinen Eltern. Hier ist noch ein Tisch, wo gerade meine Mama sitzt. Und hier ist auch noch so ein kleiner Tisch, wo irgend so ein Heft drauf liegt. Und ja, erstmal möchte ich mich kurz ausruhen. Wir warten gerade auf unser Essen und in der Zeit wollten wir uns nochmal bedanken für diese vielen Abonnenten und wir freuen uns natürlich auch über jeden Kommentar. Wir lesen da zum Beispiel so viele nette Sachen, dass sie sich schon auf den nächsten Vlog freuen und dass es ihnen gefallen hat und das erfreut uns natürlich auch. Das zeigt uns, dass wir das auch gut gemacht haben, weil wir geben uns immer Mühe dabei. Und dann warten wir, wie gesagt, auf unser Essen. Da ist die Kniekinderarterie zerrissen. Was ist hier zur Verfügung, Schwester? Kleines Besteck? Ja. Jetzt liegen wir hier in Blunk im Bett und schauen uns einen der besten Kinderfilme an, die es überhaupt gibt, nämlich Das fliegende Klassenzimmer. Der lief schon im Fernsehen, als ich klein war. Und ich freue mich natürlich total darüber, dass John den Film auch so gerne sieht. Was magst du daran so ganz gerne? Alles. Also es ist lustig, mal spannend, mal wieder traurig, dann denkt man einfach, was machen die da? Und aber zum Teil finde ich wirklich alles gut. Ja, das ist noch ein echter Kinderfilm, sag ich mal, aus früheren Zeiten. Ohne irgendwelche Action-Szenen. Dafür aber mit Handlung und mit einer ganz tollen Geschichte. Jetzt kurz vor 10, da der Weg von, wie heißt das, wo wir waren? Blunk. Da der Weg von Blunk bis nach Bad Segeberg nur eine Viertelstunde gedauert hat, sind wir auch die Ersten weit und breit auf dem Parkplatz hier, der sich ungefähr 1 Kilometer vom Festspielgelände befindet. Hier sieht man auch das Plakat. Hier ist auch Old Sugarhand. Ich meine, dass der im Film ziemlich anders ausgesehen hat, weil der hier ist viel jünger als der im Film. Aber ich freue mich trotzdem. Und das sieht schon mal hier sehr spannend aus, das Plakat. Und das dauert zwar noch 6 Stunden, bis es losgeht, aber ich bin trotzdem sehr aufgeregt. Und jetzt geht's ab in die Innenstadt. Da unten kann man leider nicht sehen, aber können wir gleich noch mal so zeigen. Auf jeden Fall habe ich gerade mal gesehen, was da so hinter den Bergen und so ist, da hinter diesen Kulissen da. Auf jeden Fall, da konnte man viel sehen, also nämlich so Leitern, wie man da hochkommt, so, weil manchmal ist das ja auch so, für die, die das schon mal gesehen haben, dass die einfach mal da oben stehen und dass die stehen so gesagt auf so einer Holzplatte. Auf jeden Fall finde ich, ist ganz schön
anders zu sehen, wie es dahinter aussieht, weil wenn man da jetzt sitzt oder hier mal guckt so und nicht jetzt dahinter guckt, sieht schon echt aus. Wir haben es jetzt 12 Uhr mittags, sitzen wir hier in einem Restaurant in der Fußgängerzone von Bad Segeberg und wir warten eigentlich darauf, dass die Vorstellung losgeht, aber das dauert noch 3 Stunden, das macht aber auch nichts, denn wir haben ja Unterhaltung, nicht schon? Mhm. Was machst du da? Ich bin Tom Gold. Erkennt man nicht. Also ich rechne mit Ihnen, ja? 15 Uhr ist Vorstellung und 20 Uhr brauchen wir auch noch ein paar. Es sind gerade auch diese Schauspieler von den Karl-May-Spielen hier vorbeigegangen. Also die Hauptpersonen, also so gesagt die Hauptrollen. Im Hintergrund sind ja auch noch ganz viele andere, aber die sind hier gerade nicht vorbeigelaufen. Da sahen welche ganz schön lustig aus. Da war auch gerade so ein Koch mit so einem langen Schnurrbart. Fand ich auch sehr lustig. Aber ich habe da schon mal gesehen, da haben die sich schon bei den Kostümen Mühe gegeben, also auch beim Stück hoffe ich dann mal. Und ich bin richtig, richtig aufgeregt. Wir haben momentan sogar bestes Wetter. Jetzt sind wir auf dem Gelände hier angekommen. Und wir hatten ja anfangs von diesem Vlog die Diskussion, wie oft wir schon hier gewesen sind. John hat recht gehabt, es war 5-mal. Nee, jetzt zum 5. Mal. Winnetou 1, Winnetou 2, der Ölprinz, Schatz im Silbersee und heute Old Shorehand. Und wir hoffen mal, dass es keinen Regen gibt, oder? Hoffen wir mal. Wird wahrscheinlich nicht sein, weil ich merke jetzt da schon wieder mehr Sonne da. Ja, also gehen wir rein. So, unser Platz ist eingenommen. Wir haben zum Glück einen Platz in der ersten Reihe, frühzeitig reserviert. Das Wetter ist immer noch super, obwohl da oben dunkle Wolken nahen. Aber im Augenblick ist alles gut. Manitou, die Kraft des Schicksals ist stärker als der Sturm des Herbstes, stärker als der rassende Fluss und stärker als die Pranke des Bären. Das Schicksal kann dein Bruder sein, aber auch der tödliche Pfeil, der deine Brust durchbohrt. 2 Krieger. Also mir hat sehr, sehr gut gefallen. Und am Ende habe ich noch alle abgeklatscht an der Hand, weil dann gehen die da immer vorbei. Hast du aufgenommen das? Dann ist ja gut, weil mein Papa hat es auch aufgenommen, dann wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall, ich habe alle angepasst. Und das habe ich, also jedes Jahr, ich habe immer fast alle gekriegt. Einmal bin ich, glaube ich, gar nicht nach unten gekommen, oder? Einmal nicht, weil da waren wir weiter oben, aber jetzt sind wir immer unten. Erste Reihe, so. Und ja, mehr gibt's da nicht zu erzählen. So, jetzt sind wir also auf dem Weg zu unserem Auto. Das ist der einzige Nachteil dieser Veranstaltung, denn die Parkplätze liegen vom Veranstaltungsort recht weit entfernt. Wir müssen jetzt zum Beispiel durch den ganzen Ort laufen, um zum Auto zu kommen. Aber egal. Wir haben ein weiteres Mal ein tolles Stück erlebt. Es ist irgendwie ein Wunder, wie es immer wieder geschafft wird, einen solchen Stoff, eine solche Geschichte auf einer Bühne darzustellen, auf der es keinen Kulissenwechsel gibt. Weil es ja eine Freilichtbühne ist, wo man nicht also mal eben einen Vorhang runterfallen lässt und dann umbaut. Immer wieder toll. Und ich denke mal, dass wir im nächsten Jahr auch wieder herkommen werden. Aber jetzt erstmal noch der Weg zum Auto. Jetzt haben wir es geschafft, vom Parkplatz runterzukommen in einer Rekordzeit. Normal mussten wir immer schon eine halbe Stunde auf dem Parkplatz warten, bis wir überhaupt in Gang geraten sind, weil die Straßen alle verstopft sind. Jetzt haben wir das geschafft, aber uns leider
auf dem darauffolgenden Weg verfahren, da das Navi nicht früh genug angesprungen ist und wir es natürlich hier auch nicht auskennen. Grob auskennen schon, aber eben nicht so, dass man gleich im Gefühl hat, wir müssen jetzt links oder rechts abbiegen vom Parkplatz. Aber jetzt sehe ich schon wieder Sachen. Oha, was ist da denn los? Da stehen die auf der Straße kreuz und quer. Hey, was ist denn mit dem Auto da vorne? Ja, das ist noch schön bei Rot rübergefahren. Hier ist Stau. Nee, das Auto, das hängt da. Nein, hier ist Stau. Das steht da schräg. Das hat, wie gesagt, noch die Ampel kriegen wollen. Ist bei Rot gefahren und musste natürlich dann auf der Straße stehen bleiben, quer wie es war. Schönen guten Morgen, 7.30 Uhr. Wir packen gerade die Sachen, denn wir fahren ja gleich ab. Es gibt noch Frühstück um 8 und dann geht's los. Und heute wird es ein bisschen problematisch wieder mal auf den Straßen, weil ja heute auch das Heavy Metal Festival in Wacken zu Ende geht und dann wohl voraussichtlich alle Teilnehmer Richtung Süden fahren auf der A1 mit uns zusammen. Mal gucken. Aber erstmal heißt es jetzt hier noch die letzten Sachen packen und Frühstück. Wacken. Entschuldigung. Aber ich finde es echt gut, dass wir dadurch keinen Stau gekriegt haben. Also ich hätte schon eher gedacht, weil gleiche Richtung, da wird ein Stau kommen. Aber es kam kein Stau zum Glück. Und wir sind jetzt auch kurz vor Bremen. Und es dauert nur noch 10 Minuten, steht auf dem Navi. Vielleicht kommt hier noch irgendwas, man weiß es nicht, aber ich glaube, es wird nichts mehr kommen. 10 Minuten sind nicht viel. Und dann war es das jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns natürlich sehr über ein Like freuen. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.